Hallo und herzlich willkommen, hier ist German Television und wir zeigen euch heute mal, wie man ein Vorzelt von einem Tabat auf- und abbaut. Ich bin mal ganz aufgeregt, denn Video dauert ca. 12 Minuten und was uns erwartet, auch für mich absolute Premiere. Hier haben wir einen typischen Vivaldi 560 TD und das Vorzelt passt Sandra natürlich optimal. Man hat mehr Platz im Vorzelt, nichts wird nass und man kann so die wichtigsten Sachen wie zum Beispiel eine Autoküche und so weiter dann verwenden. Hat dennoch Platz innen im Vorzelt direkt an die Stauräume ranzukommen. Wie man sieht, also hier unter dem Bett noch jede Menge Stauraum. Und heute geht es natürlich um den Anbau an einen Tabat Vivaldi 560. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Ja, das Vorzelt des Deutschen liebstes Kind. Viele nehmen es ja nicht mit, haben das Vorzelt geopfert einer Markise, aber es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob ich ein Vorzelt habe. Gerade wenn ich so 2-3 Wochen irgendwo unterwegs bin, dann kann ich also alles nochmal schön im Vorzelt platzieren. Und hier sieht man schön, wie das Ganze wirklich perfekt auch angepasst ist an den Vivaldi 560 TD. 35.000 Euro. Das Vorzelt macht aus dem Wohnwagen natürlich einen fast doppelten Wohnbereich. Und wird sehr oft natürlich auch benutzt, wenn es mal schneit. Aber passt auf, denn das Ganze ist natürlich ein Riesenthema Schneelast. Mir selber ist also schon mal ein Zelt, jetzt kein Vorzelt, aber ein Zelt im Garten komplett kollabiert, als es dann einmal geschneit hat. Und danach kam ein bisschen Feuchtigkeit dazu, der Schnee wurde nass und am nächsten Morgen war das Zelt kaputt. So, auch hier Sitzflächenvergrößerung ist hier möglich. Das heißt, man kann die Sitzflächen so rausziehen, dass also auch Beinlängenriesen kein Problem haben hier in dem Vivaldi 550. Und hier sieht man auch ein schönes Polsterdesign. Das Ganze sieht auch so ein bisschen aus, schon fast als hätte es so einen Satin-Look hier. Also ich finde es ziemlich cool. Großes Hebekippfenster oben drüber und jede Menge Stauraum mit vielen Scharnieren, in dem Fall 4 Stück für 2 Klappen. Das ist mehr als ausreichend. Wir haben ja hier konsequenten Leichtbau. Anders ging das auch gar nicht mehr. Und mal schauen, was Tabat in Zukunft noch auf Lager hat, weil das große Thema ist natürlich Elektromobilität und Zuglasten und so weiter. Ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren auch noch mal ein bisschen beschäftigen, wie es da weitergeht. Flächenvorhänge mit dabei, helle Holzfarben und auch hier eine Kombiheizung, in dem Fall eine Truma. Und das Ganze mit iNet in Serie. Das heißt, ich kann also von unterwegs aus, wenn das Ganze vernetzt ist, dann auch problemlos meine Heizung an- und abschalten. Küche ist direkt neben der Rundsitzgruppe. Und auch hier keine so große Küche, aber dafür natürlich ein riesen Raum, in dem ich mich bewegen und auch stehen kann. Große Klappen auch hier. Ich zähle mal durch. 5 Scharniere hier verwendet. Nicht weniger wie 5 Scharniere. Und ja, indirekte Beleuchtung hier mit drin. All das habe ich bei Tabat. So, große Schubladen. Auch hier trendmäßig riesengroß. Ein 3-Flammen-Kochfeld mit dabei mit Piezo-Zündung wie in allen Wohnwagen von Tabat. Und auch hier brauche ich also kein Feuerzeug mehr, sondern kann also ganz einfach mit der Piezo-Zündung arbeiten. Großes Spülfeld, auch für große Pizzateller geeignet, in Edelstahlausführungen. Gibt es übrigens optional, muss man bitte mit eurem Fachhändler des Vertrauens, zum Beispiel mit AMC Schmidt in Niederoberstein sprechen. Das Ganze gibt es dann auch mit der Möglichkeit, die Geräte gar nicht erst einbauen zu lassen, sodass ich dann noch mehr Platz habe, falls ich gar nicht im Wagen koche. So, dann die Gasabsperrhähne mit drin. Hier der Besteckkasten, linke Seite dann noch viel Platz für Besen und Löffel und Kellen, was es alles gibt. Üblicherweise hat man hier dann nochmal einen Zentralverschluss, der wird gehoben. Und in der Mitte nochmal einen Steg, große Schubladen und hier eine Klappe mit drin, die lässt sich natürlich optimal auch belasten für ganz schwere Dinge, die dann direkt auf dem
Boden stehen. Die Küche natürlich darf der Kühlschrank nicht fehlen. In dem Fall ist er beidseitig zu öffnen und hat ein getrenntes Gefrierfach mit drin. In dem Fall eine AES-Ausführung 12 Volt, 230 Volt und Gas mit Doppelanschlag. Das heißt, ich komme, was auch hier Sinn macht, wenn der Kühlschrank direkt im Eingangsbereich ist, problemlos dann auch an alles ran. Oben drüber dann noch ein kleines Feldfach. Hier habe ich meine Gläser zum Beispiel drin, wenn ich etwas länger stehe. Also wir waren ja öfter mal in Spanien, haben dann eingeräumt, standen teilweise bis zu 4 Wochen am Stück, so ein bisschen ferienhausmäßig, und das ist auch eine typische Anwendung für einen Wohnwagen. Also lange stehen und es sich dann gemütlich machen, Vorzelt ausfahren und jede Menge Stauraum dann befüllen. So, ich freue mich dann immer auf die Abfahrt. Hier noch ein Schrank mit ganz tiefen, also es geht wirklich bis hinten hindurch, kann ich alles nutzen, und ganz unten auch nochmal die Möglichkeit, etwas direkt auf den Boden zu stellen, sodass ich auch etwas schwere Dinge habe. Ja, hier ist der Fernseher. Gucken, ob Sandra ihn rauskriegt. Aber der lässt sich nach beiden Seiten dann einfach rausziehen und auch drehen. Hier haben wir eine Truma Aventa, in dem Fall also eine wirklich hochwertige Klimaanlage. Dieses Jahr ja Aktion für die 23er Modelle. Die Klimaanlage war zum Sonderpreis erhältlich. Große Schränke mit drin, auch jeweils mit Stangen eingebaut. Und ja, das sind übrigens Blindblenden, die hier an der Seite sind. Sie verführen zum Öffnen, aber es geht nicht, weil da ist ja der Kühlschrank dahinter. So, also die Blenden, die sind wirklich nur Zierde. Ja, man hat eine Holzschiebetür, die werden wir euch gleich mal zeigen. Und das ist der große Kleiderschrank hier mit eingebaut, mit der ganzen Bordelektronik hier unter diesem Fach. Und unten dann nochmal eine Ebene, wo ich dann wieder schwere Sachen hinstellen kann auf dem Boden. In dem Fall französisches Bett auf der rechten Seite. Von hier aus gesehen, Sandra nimmt schon mal Platz. Das Ganze lässt sich auch anheben. Also viel Platz und viel Durchgangsbreite hier im Wohnwagen mit drin. Oben, ganz oben seht ihr uns die Klimaanlage. Dann nochmal von der Platzierung genau in der Mitte, sodass ich die dann auch betreiben kann über das Umluftsystem in Verbindung mit der Truma-Heizung. Das heißt, Klimaanlage laufen lassen, Tür zumachen, Umluftsystem anschalten und fertig. So, Sandra kämpft noch ein bisschen mit dem Verschluss. Aber das wird sie rauskriegen, und dann lässt sich diese Zwischentür dann auch öffnen. Und man hat eine feste Tür. Je nach Messetag überleben solche Türen manchmal auch nicht. Und da muss man mit leben. Aber ist kein Riesending. Also wenn sowas mal in die Werkstatt zurückkommt, das hat man in 0, nix dann nochmal repariert, servitiert. So, hochgesetzte Lüftungsgitter für bessere Reinigung. Das sind alles so Kleinigkeiten. Hatte ich früher auch nicht. Da waren die Lüftungsgitter direkt am Boden dran. Und hier das Bett lässt sich dann nochmal anheben. Man hat ein großes französisches Bett. Bettmaße bekommt ihr mit in der Videobeschreibung mit dazu. Jede Menge Stauraum auch oben drüber. Und diese schönen Decken und so weiter sind optional. Auch hier mein Tipp ist, weiter links einfach hochziehen. Hier sieht man sehr schön, man hat Lattenrost und Teller mit drin. Und das ist der Stauraum, der sich auch komplett von außen dann bedienen lässt. So, wird zugemacht, kann auch ein bisschen mehr abhaben. Ist also nicht besonders schlimm, wenn hier mal ein bisschen, ich sag mal, was runterfällt. Aber denkt dran, alles ist Leichtbau und ist natürlich mit Vorsicht dann auch zu genießen. Ja, großes Badezimmer, in dem Fall ohne Dusche. Optional gibt es das Ganze auch mit Dusche. Man kann also bestellen, es mit und ohne Dusche. Was immer mit eingebaut ist, ist natürlich das entsprechende Duschrost unten. Und je nachdem, ob man es mitbestellt hat, kommt dann auch die Duschabtrennung mit dabei. Es lässt sich nachrüsten, aber wenn man sagt, okay, man möchte es mit Dusche haben, am besten direkt gleich mitbestellen. Mein persönlicher Tipp, also da nicht erst im Nachhinein umrüsten lassen, weil das ist doch ziemlich viel Aufwand und am Schluss wird es dann doch nur ein Duschvorhang. Auch hier Fliegenschutzgitter mit drin, und man hat hier die Toilettenpapierrolle auf der rechten Seite, also da, wo es auch hingehört. Und ja, das Ganze in der Toilette natürlich beim französischen Bett
klein, aber fein, schafft aber ganz viel Raum, weil die Toilette jetzt nicht mehr in der Mitte ist, sondern sie ist hinten und beziehungsweise vorne. Und dann ja, hat man viel mehr Platz, um anschließend das Ganze für den Wohnraum bereitzustellen, vom Layout her. Ja, die Toilette, Beinfreiheit hier gar kein Thema. Also man hat so viel Beinfreiheit, dass also selbst wirklich die längsten Jungs und Mädels Platz finden. Und ein großes Bett, da vorne Decken und so weiter, das gibt es optional. Also nicht auf der Messe mitgehen lassen. Sowas kann man bestellen. Ja, große Einheit, das hat euch doch nochmal gefuchst, ja. Wie geht dieser Fernseher raus? Da gibt es einen kleinen Hebel, aber das brauchen wir euch nicht zu zeigen. Der geht zur beiden Seiten raus, sowohl zur Bettseite als auch zur Seite des Wohnwagens. Der Vivaldi 560 TD 2.5, 35.350 Euro, da steht er mit Vorzelt. Und Sandra, ich bedanke mich vielmals fürs Einschauen. Und ja, wenn ihr das Ganze mal sehen wollt, AMC Schmidt in Idar-Oberstein, da habt ihr ganz, ganz viele auch immer wieder vorrätig, weil das Auslieferungslager, die liefern jeden Tag aus. Könnt ihr euch viele Modelle anschauen, auch die französischen Modelle mit der tiefen Fenstertönung, die sind dort auch vorhanden. Und hier mal eine Variante mit Vorzelt, die sollte vielleicht auch nicht fehlen, denn es erweitert den Raum natürlich massiv. Aufbauzeit vom Zelt, na, je nachdem, also so ein Vigo-Zelt, gut und gerne doch eine Stunde. Aber viele benutzen ja diese Zelte halt, um auch dauerhaft zu stehen auf dem Wunschplatz, wo sie gerade sein wollen. Und das Vigo-Zelt, das ist wirklich so perfekt angepasst. Man könnte meinen, es wäre exakt für diesen Wohnwagen gemacht. Das werden wir nochmal erfahren. Hier vorne nochmal Gaskasten mit drin. Also Platz für zwei 11-Kilo-Flaschen. Das Ganze steht auf einem Alco-Chassis mit drin, mit einer eingebauten Bugrad-Stütz-Lasteinrichtung, Wiegeeinrichtung. Langes Wort. Also eine Waage vorne drin im Bugrad. Und hier sieht man noch ein paar Details, wie zum Beispiel ein Alu-Riffelblech unten, das sehr mäßig mit appliziert ist. Abonniert German Television. Vielen Dank fürs Einschalten. Der Vivaldi 560 TD 2.5. Abonniert German Television. Tschüss.